Servus Leute, gestern kam der Patch 15.2 und zusammen mit dem auch das Mortar-Event, das Mercer-Event. Da gibt es jetzt einen Bereich auf Customs, Shoreline, Woods und Reserve, der von Mercern beschossen wird und das Ganze recht regelmäßig. Dazu eine Questreihe sowie ein Achievement, das man nur während dieses Events erreichen kann. Das habe ich gestern auf dem Stream erledigt und es kam oft die Frage, wie muss ich diese Quest machen, wo muss ich hin und so weiter. Und deswegen habe ich euch das ein bisschen guide-mäßig zusammengeschnitten und kommentiert, wie ich die Quests erledigt habe. Das alles in diesem Video. Viel Spaß! Übrigens nicht wundern, ich habe immer noch eine Entzündung am Auge, deswegen sieht es etwas geschwollen aus. Aber zu den wichtigen Dingen. Die erste Quest, Into the Inferno. Da muss man in so einen Mortarbereich reinlaufen. Das könnt ihr auf Customs, Woods, Reserve oder Shoreline erledigen, je nachdem. Und ja, eigentlich bloß einmal kurz reinlaufen, wenn die Mortar schießen und dann wieder raus am Rand. Da sterbt er auch nicht dabei und das war's auch schon. Junge, ich wollte gerade gemütlich looten gehen. Wow. So, haben wir die Quest hier fertig. In and out, okay. Okay, über dieses Signal Device. Für die erste Quest bekommt man auch das Gerät, das einen vom Mortar Strikes warnt, wenn man drinsteht, Vibrationsalarm und ansonsten einfach unten rechts eine Meldung, dass es jetzt ein Mercer-Schlag kommt. Bei der zweiten Quest, In and Out, muss man 10 Scavs oder PMCs rund um so eine Mortar-Area killen. Der Bereich ist recht weitläufig, wie ihr gleich sehen werdet. Und außerdem muss man 2 Radar-Parts looten. Die sind immer in dem Airdrop drin. Der kommt nach dem ersten Mortar-Strike, vielleicht auch nach dem zweiten, aber ich glaube immer nach dem ersten, geht er in diesem Bereich runter. Und da sind die Radar-Parts drin. 4 Stück, glaube ich. 2 Stück müsst ihr looten. Und ja, müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen. Einen Mortar-Strike abwarten, dann reinlaufen, diese Parts looten und dann ganz schnell wieder raus. Und dann über 1, 2, 3 Raids halt auch noch 10 Kills in diesem Bereich machen. Oder wir gehen direkt einfach hin. Scheiß doch, ich sehe ihn wahrscheinlich eh nicht. Go. Ich hoffe, der liegt irgendwie in Deckung. Tut er wahrscheinlich nicht. GG, Du hast ihn tot. Ah! Oh oh. Lauf, 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 lauf. Okay, das ist schon aufregend. Gar nicht so schlecht. Sehr immersive, muss ich sagen. Mit dem Gerät. So, Radarkiste. Ah, die wären schon da gewesen. Ah, der zählt hier? What? Okay. Der Scav hier zählt. Alles klar. Na dann. Quest ist fertig. Hours by Riot. So, was müssen wir jetzt machen? Bei der dritten Quest, Hours by Riot, muss man 2 Gary Zond Portable Electronic Warfare Devices finden. Die haben Rogues einstecken oder die Goons haben die zu 100%. Ich habe meine in den Rogues gefunden. Und man muss außerdem noch 10 Rogues töten. Das heißt, man geht auf Lighthouse,
tötet die Rogues, lootet die Rogues, bis man zwei Devices hat, gibt die Devices ab. Und dann macht man noch die restlichen Kills. Ja, und das war's auch schon mit dieser Quest. Ah, ne, da ist nichts drin. Männlicher Schrei, ich weiß. Es sitzt irgendwo jemand da. Jawohl. Jawohl. Wir gehen. What? So, passt. 60.000 XP. Ja, joink. Provider Cover. Mal sehen, was wir jetzt machen. Stash the Radar Station Spare Parts inside the old Sawmill Hangar on Woods. Sag nicht, das muss ich sonst nochmal looten, ey. So, passt. 60.000 XP. Ja, joink. Provider. Bei der vierten Quest, Provide Cover, muss man einmal so ein Radio Station Part auf Wood Station in der Old Sawmill und einmal so ein Garrison Portable Electronic Device auf Shoreline oben in der Wetterstation im Tower. Und das war's auch dann schon. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr mit den Dingern sterbt, dann müsst ihr die wieder neu looten. Die Radio-Dinger aus dem Airdrop bzw. diese Garrisons von Rogues. Das kann dann ein bisschen dauern, also am besten nicht mit den Teilen sterben. Ansonsten gibt es da nicht viel zu beachten. Oh boy. Ah, komm. Hier, das ist ein Radar. Ja, ich bin Old Sawmill. Ah, ja, ja, ja. Hier sind wir. Passt. Pass auf. Renn. Erstmal placen. Cream of the Cop. Fein. Bei der fünften und letzten Quest fürs Achievement, Cream of the Crop, muss man eine Flare auf Shoreline finden. Die liegt oben auf dem Westwing-Dach, da wo man Signal macht bei der Satellitenschüssel. Dann muss man diese Flare irgendwo zünden, dann kommt ein Airdrop runter und Achtung, mit diesem Airdrop kommt natürlich auch ein Mortar-Strike dahin. Das heißt, zündet den irgendwo, wo ihr Deckung habt. Ich habe das Ganze im Dorf in Shoreline gemacht, habe mich da in Deckung gestellt, bis der Mortar-Strike vorbei war, habe den Airdrop gelootet. Da sind dann Quest-Items drin, die man dann auf Lighthouse über den Transit bringen muss und dann auf Lighthouse unten am Strand in dieser Strandvilla, ja, unterhalb vom König der Löwenfelsen, ablegen muss. Und das war's dann auch schon mit dieser Quest. Und ihr braucht bloß ein Item, ihr müsst es ganz wichtig, ihr müsst es über den Transit machen, alles in einem Aufwasch. Das heißt, ihr geht auf Shoreline und geht dann über den Transit nach Lighthouse. Anders geht's nicht, ihr könnt nicht das Ding erst mit den Stash nehmen, dann fehlt die Quest. Und wenn ihr das erledigt habt, kriegt ihr das Achievement beim Abgeben. Und ja, es gibt dann am Ende noch eine Bonus-Quest, aber da reden wir gleich drüber. Mortar Strike incoming unknown Sektor. Jetzt kommt er. Ich hoffe, die Tür reicht. Ah! Dann looten wir hier mal ein bisschen, ne? Nehmen wir den, hä? Huh?
Ach du lieber Gott. Ich brauche bloß eins davon, ne? Leider konnte ich das dritte nicht mitnehmen. Jo. Ah, ich habe keine Kohle. GG. Ich Depp. Na gut. Quest ready to be completed. Jawohl, haben sie. Okay, passt. Quest Nummer 5. Hier. Dann. So, dann gehen wir den Quest mal ab. Ich habe neue Dailies, ne? Jetzt machen wir jetzt das hier, ne? Cream of the Crops. Neues Achievement. Ich hab's. Bin durch. Da kommt keine Quest mehr. Oder? Before the Rain. Aber Achievement habe ich. Achievement habe ich. Das ist noch eine Zusatzquest, aber das Achievement habe ich. Highway to the Danger Zone. Ja, das sind die 5 Quests. Highway to the Danger Zone. Ja, haben wir es geschafft. Nice. Kommt noch eine Quest danach. Das ist halt... Das rewollen wir morgen, egal. Wo sind wir? Das ist halt eine Zusatzquest, da kriegt man nochmal diese Flares. So, Blue Flares. Ich glaube, die lagern wir mal hier unten, hä? Das war mein Quest- und Achievement-Guide für das Mortar-Event. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, ob ich das öfters machen soll, das einfach so Gameplay ein bisschen zusammenschneiden und das Ganze kommentieren, ob das hilfreich war. Oder ja, lasst es mich wissen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis denn. Been counting